Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin's, der Bio. Ja, begrüße euch natürlich und wir sind heute in Alheim-Laurenzbach unterwegs in der ganz normalen Updated- oder Modded-Version. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr. Du verlierst so unglaublich den Überblick, wie viele verschiedene Versionen es mittlerweile davon gibt. Ich weiß nur, dass ich das Ganze wieder deinstallieren musste und wieder neu installieren musste. Also müsste es die Modded-Version sein. Denn es gibt ja eine Modded von einem Modded und eine Modded und wieder eine Modded und oh mein Gott. Jedenfalls wollen wir mal wieder so ein bisschen Alheim-Laurenzbach fahren, denn die Karte ist ja immer wieder heiß gefragt, auch gerade mal bei uns bei den Umfragen, was so Leitstellenfahrten angeht. Und dementsprechend wollen wir mal hier den Test machen. Wir wollen mal hier so ein bisschen Alheim-Laurenzbach mal unsicher machen und uns die Karte hier angucken. Und ja, welcher Kandidat ist da am besten? Natürlich hier unser MAN, die City-Stadtbus-Familie. Großartigster DLC, denn diesen ganzen DLC können wir hier, oder den ganzen Bus können wir hier anpassen, wie wir das wollen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt heute nicht vertan habe mit einem Gelenkbus. Aber wir haben Alheimer Verkehrsgesellschaft Repaint drauf, dementsprechend, ja. Lassen wir uns überraschen, wie die Fahrt heute wird. Und ja, mehr gespannt. Also, das war die 029 und die Route 02. Von Rübenkamp nach Holdau Postamt. Genau das ist es. So, ich gucke mal, ich gucke. Ich müsste mal irgendwann mal wieder meinen Tracker Air wieder benutzen. Schon schade. Ich sehe gerade, müssen wir hier irgendwie drehen? Oder zeigt der zeigt uns den Fahrplan wieder falsch rum an hier, ne? Also ich glaube, hier müssen wir ran. Auf nach ja, Rabenkamp. Aber das soll wahrscheinlich. Achso, auf dem Rübenkamp. Nach. Ja, das ist das. Dies ist unsere Haltestelle, also da müssen wir hin. Alles klar. So, standen wir schon beim Motor hier. Können wir mal schon ein bisschen vorheizen lassen hier das Ganze. Und ja, ach, ich mag dieses ganz normale Dashboard hier. Das ist großartig. Das ist ideal. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hat er hier drin? Ja, perfekt. Dies alles an. Ne, das ist Quatsch. Aha, aha, okay, ich verstehe. Und sonst haben wir hier unten, die Dachluken, aber das ist ja aktuell relativ kühl, brauchen wir nicht. Und sonst, heizen wir mal ein bisschen. Genau, ein bisschen Stoff hier. So, und zack, zack, zack. Modellkonfiguration 1 muss ich hier verändern. Und zwar die Frontscheibe. Hätte ich gerne eine kombinierte. Dankeschön. Was sagt der Spiegel? Ne, Spiegel ist auch furchtbar. Spiegel, Seitenspiegel, wo bist denn du? Spiegel-Innenraum, Spiegel. Hätte ich gerne den Typ A. Hallo? Spiegel? Okay. Der stellt das gar nicht um. Ah ja, okay. Das ist mir jetzt neu. Warum stellt der das jetzt nicht um? Interessant. Normalerweise funktioniert der ohne Probleme. Ich glaube, mein OMSI hat irgendwie gelitten. Würde ich fast behaupten. Ja, da müssen wir halt mit ohne leben. Was war das denn jetzt? Seitenschilder? Scheibentyp? Eine getrennte. Scheibentyp. Eine kombinierte. Nö, macht er nicht mehr. Alles klar, irgendwas haut hier wohl mit dem Bus nicht hin. Naja, denn wenn wir das Ding auch so ohne schaukeln. Und ich sehe jetzt schon, dass ich auch einen Fehler gemacht habe. Morgen. Morgen? Genau. Ja, eigentlich aber machbar. Eigentlich machbar, würde ich sagen. Wir spulen mal die Zeit ein bisschen vor.
wir jetzt natürlich hier nicht allzu lange warten müssen. Perfekt, keine Verspätung. Da muss ich mal gucken. Das Problem ist, dass mir das ja gestern bei X10 ja schon aufgefallen ist, dass irgendwas ja hier scheinbar nicht stimmt mit meinem... Oh. Huch. Gut, der ist weg. So kann man es auch machen. Einfach wegtackeln, dann verschwinden die schon. Da ist er bloß nicht zu schnell daran fahren. Also auch noch eine Spielstraße hier. Ah, alles klar. So, dann kommen Sie mal rein, junge Frau. Wunderschön. Ja, wie gesagt, das ist mir gestern schon im Stream aufgefallen. Also, was heißt gestern? Vor jetzt vergangenen Freitag. Können wir mal ein bisschen runter machen. Denn der powert nämlich hier ganz schön. Genau, da nehme ich meine X10-Karte scheinbar irgendwie defekt. Da ist irgendwie die AIDES hin. Wenn jetzt hier noch der Bus, dann kommt es jetzt so langsam sicher zusammen, dass ich meine... um sie so langsam sich erkillen muss. Und das ist halt so ein Grund, ja, den ich ganz schlecht finde. Denn da ist einfach so viel Content hier drin in meinem Omsi. Ich meine, der belegt jetzt auch mittlerweile schon so um die 400 GB mein Omsi-Ordner. Und das ist eine ganz schöne Zahl, ja, wie viele Addons da drauf sind, Freeware-Karten und so weiter und so fort. Das meiste kriegst du halt wahrscheinlich gar nicht mehr. Warte mal, ich muss leider hier was anmachen. Da nehme ich mir mein komisches Dings da einen komplett falschen Weg hier ansagt hier. Ich glaube, das war meine Haltestelle, ne? Kann das sein? Straße. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Hallo. Morgen. Danke schön. So, weiter geht's.
Karlsplatz. Tageskarte kriegst. Eine Tageskarte hätte er gern, der Manfred. Schon sehr eng hier mal alles, ja. Warum die Straße mal so eng sind hier in Omsi, ja? Das ist echt. Der Republik. Nächster Halt, Fechnerstraße. Okay, guck mal, der schickt uns ganz anders, als wie uns die Karte da sagt, ja? Ist ja Wahnsinn. Also auf die Karte nicht achten. Guten Morgen. Ja, morgen. Auf die Karte also von den BBS nicht achten. Das ist das Problem, weil es halt mittlerweile so unglaublich viele verschiedene Versionen gibt von Alheim-Laurenzbach, weißt du mittlerweile schon gar nicht mehr, welche Version du nehmen sollst. Welche Version ist gut, welche ist fehlerhaft, welche ist die Top One, so, weißt du? Das weißt du nicht. Und das ist halt mega ärgerlich. Und deswegen kannst du halt zum Beispiel auch nicht einfach mal eine Leitstellenfahrt auf Alheim-Laurenzbach machen, weil du brauchst ja genau auch diese Version, die ja in dem Busbetriebssimulator oder in dem Leitstellensimulator eingetragen sind. Jetzt. Ja, aber dazu, dass du ja halt kaum noch so die richtige originale Alheim-Laurenzbach-Karte findest, ja, ist das mega schwierig, meiner Meinung nach. Und ich weiß jetzt schon, dass jetzt bestimmt der eine oder andere schreibt, ja, warum spielst du diese Version und nicht diese oder diese? Es ist einfach unglaublich, wie viele verschiedene Versionen es gibt. Ich weiß gar nicht, ich hatte da letztens in den ÖPNV-News doch gesagt gehabt, dass doch hier irgendeine Alheim-Laurenzbach-Karte irgendwie Update oder irgendwie sowas hier bekommt. Mit fast 100 Linien. Hallo? Es waren noch 100, oder? War es Alheim? Nee, ich glaube, es war nicht Alheim, ne? Das war hier das Ruhrgebiet oder sowas, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Strecke mit 100 Linien, das ist schon extrem riesig. Holy shit. Nächster Halt, Viehhofstraße. So, ja, Fahrgäste haben wir ja hier nicht, für keiner Miet, keiner einer. Oh, hier kommst du nicht rum mit mir in den Bus. Da kannst du machen, was du willst. Hier musst du den Bordstein mitnehmen. Nächster Halt, auf der Höhe. Zum städtischen Klinikum bitte hier aussteigen. Wie würde Trainer Omsi TV sagen, sehr sympathische Stimme.
von der Ansage auf jeden Fall. Einen wunderschönen. Oh, ich vergesse aber hier, dass hier immer die Fahrgäste. Aber du hörst es halt schon wieder nicht. Bei den. Ja, sorry, dass du warten musstest. Ich hab mich vertan. Nächster Halt: Rottkamper Straße. Sagt der jetzt hier nach rechts? Nach links, meine ich. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt hier. Doch, da war es. Nö. Überhörst du scheinbar schon. Ach ja. Hallo. Nächster Halt, Hürdenstraße. Hürdenstraße. Das ist eine schöne Linie auf jeden Fall. Spielstraße gewesen hier. Hier ein schöner Blitzer drin, großartig. Bist du auf jeden Fall erstmal ein bisschen geldlos. Keiner einer mit? Nö. Will keiner einer mit. Also viele wollten jetzt hier nicht mit, irgendwie gefühlt. Das ist ja ein bisschen traurig, hier mit dem Gelenkbus dann hier lang zu fahren. Ich bin gerade ein bisschen positiv überrascht, wie gut die Performance hier ist in Alheim. So, jetzt wäre wieder Tracker R natürlich wieder absolut Gold wert. Doch keine Rotphase da, wa? Straße.
Hallo. Hallo. Eine Kutschstrecke. So. Stehen wir natürlich so dicht auf, dass wir jetzt hier jetzt nicht wegkommen. Aber so ist es. Müssen nach links jetzt. Ich hoffe, du fährst jetzt. Fahr. Das ist jetzt fies hier. Ja, komm, fahr. Kann man aussteigen? Nö. Ansteigen will ja auch keiner. Nö. Na dann geht's weiter. Nächster Halt, Bernauer Platz. Es besteht Übergang zur Hochbahn. So, der neue Bernauer Platz, Verkehrsführung geändert. So, wir sind zu früh hier. Aber so ist es. Müssen wir auch mal kurz ein bisschen stehen hier. Aber läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut hier. So, blenden wir mal kurz aus. Haben wir ein bisschen kurz Zeit hier für ein Foto. Und dann, ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten. Wollt ihr mal eine Leitstellenfahrt auf Alheim-Laurensbach machen? Dann schreibt's mal unten mit rein, würde mich mal interessieren. Aber ich finde es halt schwierig, hier die richtige Version zu finden. Wenn ihr da irgendwie Ahnung habt oder sowas, dann könnt ihr mir gerne, uns das ja gerne mal zukommen lassen. Entweder über Discord oder schreibt uns einfach einen Link hier in den Post rein oder schreibt uns eine E-Mail oder sowas. Weil mich würde das halt wirklich mal interessieren. Weil, wie gesagt, Alheim-Laurensbach, ich denke mal, das ist schon eine große Karte. Mit der kannst du auf jeden Fall gut was machen. Jetzt die letzte Karte Stettin ist halt nun doch, hat man schon gesehen, dass sie schnell erschöpft war. Waren aber auch recht viele. Also ich finde das halt jedes Mal immer so überraschend, wie viele Leute hier immer mitfahren bei uns in den Leitstellenfahrten. Also großes, großes Dankeschön. Auch mal so von meiner Seite. Das ist absolut fantastisch. Nächster Halt, Holdau Post. Wenn wir irgendwas verändern können oder verbessern können, dann nutzt doch mal gerne mal die Kommentarfunktion und auch das könnt ihr einfach mal unten reinschreiben, was wir nächstes Mal vielleicht mal anders machen können. Jetzt haben wir ja schon uns darauf geeinigt, dass wir jetzt ja mal tagsüber jetzt fahren, weil einfach mehr Linien tagsüber zur Verfügung stehen als abends. Und wie gesagt, wenn ihr da mal so ein paar interessante Vorschläge habt, Ideen habt oder sowas, dann nutzt doch mal einfach mal eure Macht, die ihr jetzt habt, und schreibt uns doch einfach mal, was wir vielleicht demnächst besser machen können mit unseren Leitstellenfahrten. Ne? Würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Kritik, wie gesagt, auch gern gesehen, ne? Falls es irgendwie was mal zu bemängeln gab oder sowas in den letzten Leitstellenfahrten. Auch das einfach mal unten mit reinschreiben, weil nur so können wir zum Beispiel aus diesen Fehlern ja auch lernen halt, ne? Um das halt zukünftig dann
auch besser zu machen halt, ne? So, Leute, aber ich würde sagen, die Fahrt ist zu Ende, hat Spaß gemacht. Ich denke mal, wir gucken uns noch eine Linie an hier in Alm-Laurensbach. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich würde mich freuen, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.